Ja, hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Minecraft-Tipps. Heute geht es um Redstone. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen, denn viele meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert. Aber jetzt zur Sache. Was ist Redstone? Redstone ist im Endeffekt die Möglichkeit, Energie von einem Ort zum anderen zu übertragen. Das lässt sich so ein bisschen mit unserem Strom vergleichen. Redstone Dust bekommen wir aus diesem Erz, was wir hier sehen, und das sieht dann ungefähr so aus, wenn es droppt. Und damit können wir eben auch Leitungen bauen. Ja, so sieht eine ganz normale Redstone-Leitung aus. Es gibt auch Maschinen, Objekte, etc., die Redstone bei der Herstellung benötigen. Hier haben wir einen handelsüblichen Schalter und eine Leitung zu einer Lampe, die Redstone benötigt, um eben zu leuchten. Schalten wir den Schalter nun ein, gibt dieser ein kontinuierliches Redstone-Signal ab und die Lampe leuchtet so lange, bis ich den Schalter wieder ausschalte. Solche Verzweigungen sind auch möglich. Damit kann ich dann zwei Lampen ein Redstone-Signal geben. Außerdem ist es möglich, eine Redstone-Leitung über Hindernisse hinwegzulegen, wie hier zum Beispiel. Und wir sehen, es funktioniert. Ja, und dann gibt es auch die Möglichkeit, so etwas zu bauen. Wofür man das jetzt braucht, weiß ich aktuell nicht, aber es ist möglich. Deswegen wollte ich es einfach mal auflisten. Eine essentiell wichtige Sache beim Redstone-Bauen ist der Umgang mit soliden Blöcken. Da kommt man regelmäßig durcheinander und ich sag's euch, 9 von 10 Fehlern in einer Schaltung hängen damit zusammen, dass man Folgendes vergessen hat. Wir haben jetzt einfach mal einen Block und dort ist ein Redstone-Dust oben drauf. Den haben wir jetzt gepowert mit dem Hebel und wir sehen, das Signal wird auf derselben Ebene eins weitergegeben. Auf der Ebene darüber, das muss man sich so vorstellen, dass das Redstone-Signal diesen ganzen Block ausfüllt, den wir jetzt quasi nicht sehen, ja, also der jetzt neben der Lampe über dem soliden Block ist. Dort wird das Signal 2 weitergegeben, ja, was wir hier sehen. Also über einen zweiten soliden Block hinaus ist das Signal noch vorhanden. Dieser gibt es horizontal in alle Richtungen noch einmal weiter. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Lampe dran machen und auf der anderen Seite könnte ich auch eine Lampe dran machen. Nehme ich den weg, sehen wir, dass es diagonal nicht funktioniert. Ja, hier nochmal. Diagonal wird das Redstone-Signal nicht weitergegeben. Da kann man leicht durcheinander kommen, weil wenn ich jetzt sowas baue, dann wundere ich mich natürlich schon, warum leuchten denn jetzt die in den Ecken? Weil diagonal geht ja eigentlich nicht. Aber diese werden von den mittleren Blöcken bepowert. Ich tausche die mal gerade durch weiße aus, dann wird das klar. Ja, dieser weiße Block gibt es ja noch ein zweiter, und zwar zur Seite. Deswegen denkt man oft, dass diagonal noch Strom fließt. Das stimmt aber nicht. Haltet das auf jeden Fall im Hinterkopf, spielt ein bisschen mit Redstone rum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, euer SkyMax. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesem Video einfach eine positive Bewertung da lassen.